Shalom, Shalom. Ich schicke euch wieder eine allerliebste Einladung zu einer wunderbaren Gelegenheit, dich schulen zu lassen, um richtig fruchtbar zu werden im Reich Gottes. Wisst ihr, die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ihr Lieben, wenn ich die Christen frage, was sind deine Früchte, sagen sie immer Liebe, Freude, Friede. Ich sage, ja, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Was sind deine Früchte? Welche Früchte bekommen wir vom Apfelbaum? Äpfel, vom Zwetschgenbaum, Zwetschgen, vom Kirschenbaum, Kirschen. Und vom Christen? Christen. Wisst ihr, Lieben, in Matthäus 28, 19 heißt es, geht nun hin, also kommt in Bewegung, macht euch auf und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also der Hauptauftrag für uns jetzt in dieser Zeit, wir sind in der Endzeit, ich glaube, ihr habt das schon begriffen, ist es, dass wir möglichst viele Menschen noch vorbereiten für ein ewiges Leben in der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Hölle oder den Himmel. Und wir wollen alle von euch im Himmel sehen. Und da hat mich der liebe Pastor Fabian Löslein eingeladen, noch einmal für dieses College of Evangelism zu werben. Also wenn du lernen willst, das Evangelium in jeder Situation zu verkündigen, dann melde dich an, so schnell wie möglich, bei der College of Evangelism von Pastor Fabian Löslein. Und komm in diese Schule und lerne, wie du dich Gott zur Verfügung stellen kannst. Denn wir sind das Mundwerk Gottes. Wir haben den Auftrag, die frohe Botschaft in diese Welt zu bringen, um die Menschen zu bewahren vor einer ewigen Verdammnis und ihnen die Augen zu öffnen für die Liebe, die heilt, die Wahrheit, die frei macht und das Leben, das erfüllt. Und das ist einzig und allein Jesus Christus. Er selbst hat gesagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr Lieben, entscheidet euch, ihr Geliebten Gottes, entscheidet euch, die frohe Botschaft, die ihr selbst empfangen habt, an andere weiterzugeben. Werdet Botschafter des Königs aller Könige. Werdet fruchtbar. Jedes Mal, wenn ich jemanden zu Jesus führen darf, heute habe ich wieder zwei zu Jesus führen dürfen, habe ich den Eindruck, ich habe mich vervielfältigt. Und Gott möchte uns so fruchtbar machen, dass wir nicht nur viele biologische Kinder haben, sondern auch viele geistige Kinder für alle Ewigkeit. So bitte, mach dich auf und nimm dir Zeit und lass dich schulen, wie du am besten ein Mundwerk Gottes werden kannst, ein Vertreter des Königs aller Könige auf dieser Welt. Und ich garantiere dir, nichts wird dich so zutiefst im Herzen freuen und dir ja, das Gefühl geben, ich bin fruchtbar, als wenn du andere Menschen zu Jesus führst und ihnen hilfst, Jesus Christus in ihr Herz aufzunehmen und neue Geschöpfe zu werden. Denn Jesus, Gott wollte nie in Kirchen leben, nie in Gebäuden, sondern in Menschen wie du und ich. Shalom, Shalom.